Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Marlene. Marlene, Marlene, Marlene. Immer und immer wieder. Und jeder Versuch ist der Versuch, in dem sie drauf geht. Manchmal macht sie noch den aus der Luft am Ende von diesem, von dieser Combo und manchmal nicht. Das war eng. Scheiße. Mist. Zu viel Panik wieder. Aber es wird konsistenter und ich sehe mich zwar nicht mehr, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, was sie da tut. Holy shit. Okay, PC läuft noch. Hier gewittert es gerade übel für die Leute auf YouTube. Hier hat gerade das Haus gewackelt. Wegen dem Donner. Noch scheint alles zu funktionieren. Wo war ich gerade? Irgendwas habe ich versucht zu erzählen. Ich meine, wenn ich den... Ach, fuck. Oh, ich überlebe das. Ich hab gerade irgendwie einen Frosch im Hals. Ach Mist, unnötig. Ach, zu früh. Oh. Mist. Ja, wenn ich den Wassergeflügeltanz zumindest mit weniger Schaden überlebe, dann ist ja eigentlich schon alles gut. Ich bin, glaube ich, aktuell ein bisschen zu sehr drauf erpicht, den komplett zu dodgen. Das ist aber gar nicht nötig. Ich muss nur einen Großteil davon dodgen. Hoppla. Liegen bleiben. Eben, absolut ausreichend. Das ist doch absolut ausreichend. Du willst mich doch verarschen. Jetzt hat.
Sie lässt einen nicht mehr so leicht trinken. Oh, Wassergeflügel, oder? Ja, nee, oder? Ach, keine Ahnung. Nee, wenn sie so leuchtet, okay. Wenn sie so mit der Blume leuchtet in der Luft, kommt die Blume. Die Blume ist einfach. Die Blume ist einfach. Das ist das, was sie als allererstes macht. Die kann ich. Okay, Wassergeflügel geht. Es geht. Okay, let's go. Scheiße, keine Ausdauer mehr gehabt. Fluch! Nein! Das war das Wassergeflügel. Oh, so knapp. Am Ende kam das Wassergeflügel. Da habe ich jetzt nicht genau den Unterschied erkannt. Ich dachte, sie macht was anderes. Aber ich hatte auch zu wenig zu saufen am Ende. Zu viel drüber gesoffen. Ich bin immer auf volles Leben hoch. Obwohl ich nicht hätte saufen sollen, weil mein Heiltrank dann natürlich minimal verschwendet war. Aber das war, glaube ich, der beste Versuch bisher. Es wird besser. Sagte er und starb innerhalb von Sekunden. Ach ja, okay.
Ja. Oh, habt ihr das gesehen, ey? So wenig Schaden im Wassergeflügel. Okay. Warum ich sie hier so oft prügeln kann. Danke. Obwohl sie schon kein Leben mehr hat. Scheiße. Nee, nein, nein, nein. Oh, ich dachte, ich kann saufen. Ah, shit. Okay. Alles gut. Aua! Fuck. Nicht gut. Nicht gut gedodged. Jetzt war ich verwirrt, weil sie aus der Attacke rausgebrockt wurde vom Bleeding. Ah, dass du manchmal da noch einen Sprung machst. Meinerei. Dass du da manchmal noch einen Sprung hinten raus machst. Ah, zu früh. Ich bin einfach random ausgewichen gerade. Mist. Da muss ich nach hinten drücken. Ich muss von ihr weg beim letzten Mal. Ich bin in sie reingerollt. Ich muss da nach hinten drücken. Sobald ich die ersten drei gedodged habe, die letzte oder der vierte, der da kommt, keine Ahnung, muss ich nach hinten wegdodgen. Okay. Sag mal, meine Gute, hast du nicht auch langsam genug von mir? Nein, 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 nein. Oh.
Ach komm ey, jetzt habe ich gerade keinen... Das ist nix. Bleiben Sie auf dem Boden. Bleiben Sie auf dem Boden. Zu wenig Leben. Oh, dass ich das überlebt habe. Zu wenig Heiltränke jetzt leider. Fuck. Keine Ahnung. Da wusste ich jetzt gerade selber nicht, was abgeht. Da bin ich aus meinem Muster rausgegangen, mit dem ich klarkomme, weil ich mehr Damage machen wollte und ich habe mit meinem linken Trigger einmal angefangen, also L2 für die PlayStation-Leute. Und die L2 linker Trigger-Attacke bei mir, die... Ja. Die benutze ich halt selten mal. Ach komm, alle drei hinten raus treffen mich. Schweinerei. Ah, fuck. Oh, ho, ho, ho. Oh, shit. Mist. Ich glaube, ich mache die erste Rolle immer noch zu früh. Könnte es sein, dass wenn ich nach rechts weglaufe, dass ich die Rolle einen Ticken später machen kann? Und dann habe ich mehr Zeit für den zweiten Dodge. Ich habe immer noch Panik. Immer noch Panik beim Wassergeflügeltanz. Luch, weg, weg, weg. Ja, okay. Der letzte nach hinten. Ach. Keine Ausdauer gehabt. Shit, da trifft mich einer. Fuck. Ach, Mann. Ach, keine Ruhe mehr drin. War so knapp vorhin. Weil ich dachte, ich treffe sie noch auf die Entfernung. Hallo? Keine Ausdauer gehabt, oder was? Mein Gott, bin ich jetzt schon wieder so aus dem Timing raus. Ah,
warum? Kommt da der Sprungangriff wieder? Verdammte Axt! Ach, zu früh, das war's. Viel zu früh die Rolle gemacht an der Stelle. Ah, Panik. Ach komm. Ja Gott, das ist doch jetzt hier. Dass sie sich da auch so viel heilt mit, ne? Einfach saumies. Ah, Fluch! Stirb! Endlich! Schon. Ach Mann! Schon wieder ein Treffer zu viel kassiert hier gerade eben. Das Problem ist, glaube ich, in der zweiten Phase, das ich hier haben werde. Ah, fuck. Das war's. Ich wollte saufen. Das Problem mit dem Wassergeflügeltanz ist, dass ich mich in der zweiten Phase danach nicht heilen kann. Selbst wenn ich ihn in der zweiten Phase überleben sollte, kann ich mich danach nicht heilen, weil sie sofort wieder angreift. Kiel hat ist immer noch ein bisschen Zeit und sie guckt mir dann zu und sie lässt mich ein bisschen, aber die zweite Phase ist hier tatsächlich ein Übungsding. Die erste Phase ist hier ein Übungsding. Ach, Fluch, bleib jetzt endlich mal. Ach, hör auf, dich die ganze Zeit so zu bewegen. Mist. Ach, Mist. Oh, ich habe so gehofft, dass ich sie heute vielleicht wegkrieg. Und jetzt bin ich schon wieder so hart am Zweifeln und so voller Hektik und Stress, dass ich es, glaube ich, auch zu sehr will. Weil ich weiß, dass ich es kann. Ach Mann, dann reagiert mein Ausweichen-Button nicht, warum auch immer.
Liegen bleiben. So, und jetzt haben wir wieder das Problem, ich muss sie jetzt noch dreimal hitten. Ah, okay, diesmal nicht. Okay, das war gut, das war gut. Oh nee. Nee, 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 nein, nein! Fuck! Ah! Macht der Scheiß in der zweiten Phase auch noch mehr Schaden, kann das sein? Aber sie hat mich auch mehr getroffen als sonst. Ah. Wenn man sie in der ersten Phase zu hart verprügelt, dann gibt sie es einem in der zweiten Phase einfach so krass, ne? Dann gibt sie es einem in der zweiten Phase ganz anders. Nein! Fuck! Warum hat mich das getroffen? Ich war doch schon... bin ich... Ach. Ich hab... Ach, keine Ahnung. Ich... Ach, Mann! Dass ich's auch immer noch nicht sehe. Dass ich's immer noch nicht hinkrieg, richtig. Die richtigen Timings zu finden. Scheiße. Nee, warum? Warum? Warum drehst du mitten im Flug um? Scheiße! Ich krieg's nicht. Jetzt war ich weit genug von ihr weg, dass ich den ersten komplett hab dodgen können und dann passiert irgendwas Seltsames im zweiten. Also wenn ich den ersten dodge, dann killt mich der Rest. Wenn ich den Rest dodge, killt mich eventuell der Anfang. Es ist so komisch. Einmal liegen bleiben, bitte. Ja, jetzt willst du's. Hallo, ich hab Ausweichen gedrückt. Ich hab Ausweichen. Ich drück doch! Wie auch in der letzten Aufnahme, sind es ungefähr 20 bis 25 Minuten, bevor es losgeht. Es ist egal, ob ich anderthalb Tage Pause mache oder einfach nur eine Viertelstunde. Es dauert circa 20 bis 25 Minuten. Dann will sie mich anders, hart. Dann geht sie mir so dermaßen auf die Nerven, dass, also natürlich ist es jetzt so, dass sie mich mehr nervt,
Weil das die Zeit, in der ich runtergekommen bin, war kürzer und deswegen ist das Level nicht so weit abgesunken und der Anstieg war ein bisschen steiler. Aber ich muss eigentlich gucken, dass ich einfach es einfach akzeptiere. Dass ich einfach klarkomme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach in irgendeine Richtung und drücke in Panik ausweichen. Und wenn ich nah unter ihr bin, klappt's. Wenn ich weit weg bin, nicht. Aufhören. Aufhören, mich zu verprügeln und aufhören, dich zu heilen. Ich habe schon wieder zu viel saufen müssen. Keine Ausdauer. Fuck. Ach Gott. Ich werde mal kurz eine Runde aufstehen. Einfach nur aufstehen. Ich sehe richtig fertig aus, ja. Ich war heute den ganzen Tag draußen unterwegs und bin sehr viel gelaufen. Naja, das liegt vielleicht an beidem so. Die Malenia und dass ich heute wirklich viel unterwegs war. Und gestern auch schon und letzte Nacht dann nicht so viel geschlafen. Dann eine lange Autofahrt und jetzt hingesetzt und versuchen, Malenia zu machen. Tatsächlich waren sehr gute Versuche dabei. Und es ist nur eine einzige Attacke. Es ist eine einzige Attacke, die ich nicht gedodged bekomme. Und das macht's halt noch viel, viel schlimmer. Dass es immer dieselbe Attacke ist, die mich killt. Alles andere ist mittlerweile kein Problem mehr. Keine Tipps angenommen, nichts. Immer wieder sagen Leute, ja, ich muss in eine Richtung rennen, um Wassergeflügel auszuweichen oder das tun oder das tun oder das tun. Da kamen ein paar Tipps an, aber glaubst du, ich kann die umsetzen? Nein. Ich verstehe nicht, was die Leute beschreiben wollen. Okay. Weiter geht's. Also die Leute versuchen mir zu beschreiben irgendwie, was ich tun soll, aber das könnt ihr gerne probieren. Vielleicht gibt's irgendwen, der es mal so beschreibt, dass ich es verstehe. Dann versuche ich es umzusetzen. Aber es wurde vorhin auch schon gefragt, ich gucke mir nicht extra irgendwelche Videos an, das will ich nicht. Weil dann fühlt es sich nach Cheat an, dann hat es jemand anders für mich gemacht und ich will es ja selber schaffen. Thank you.
Nein! Warum hat mich das letzte getroffen? Ich, keine Ahnung. Diese Wassergeflügel-Tanz-Scheiße, die sie da macht, das ist immer nur diese eine Attacke. Ansonsten killt mich nichts mehr von ihr. Ich werde zwar mal getroffen, aber das ist das Einzige, was mich killt. Das Einzige, was mich killen kann, ist dieser Angriff. Und das macht es einfach noch so viel frustrierender, ne? Und ich bin schon wieder die sich wiederholende Schallplatte. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich darf hinten raus nicht von ihr wegrollen. Von ihr wegrollen ist scheiße. Der erste, keine Ahnung, aber der zweite und dritte, den darf ich nicht von ihr wegmachen. Den muss ich irgendwie nach rechts, links auf sie zu. Alles andere ist besser als von ihr weg. Und diesmal habe ich versucht, alle von ihr wegzumachen. Ich weiß, dass ich den letzten von ihr wegmachen muss. Wenn sie an mir vorbeischießt. Es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Frosch. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Na, warum saug ich? Das war dumm. Zu viele Treffer, zu viele Treffer. Und zu selten kann ich den... Zu selten kann ich den Stun ausnutzen, den sie macht. Und da war ich gerade selber dumm mal wieder, wenn ich sie gestunt bekomme. Kann ich zu selten ausnutzen gerade. Aber let's go. Scheiße. Fuck! Panikrolle. Panikrolle. Panikrolle hat mich gekillt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Keine Ausdauer. Naja. Und dann, wenn ich natürlich... Aha, das war jetzt halt random. Dass sie mich nach einer Combo das Wassergeflügel macht, nach der ich keine Ausdauer hatte. Da habe ich dann halt gar keine Chance. Da geht das... Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Was passiert eigentlich, wenn ich ohne... Dann mache ich einfach so einen Step zurück. Okay, Bringt halt auch nicht viel. Ich muss in eine Richtung drücken. Für eine gescheite Rolle. Für eine gescheite Rolle.
Fuck! Oh, ich baller die Ausweichen-Taste, währenddem sie die erste Schwertkombo macht. Ich baller auf die Taste drauf wie ein Wahnsinniger und er weicht nicht aus, weil er in ihrem Stun-Scheiß drin hängt und ich habe volles Leben und danach vergiss alles. Mann! Nee, oh, ich hab's überlebt. Nein! Mit 7 Flakons. Und ich konnte saufen. Nach dem Wassergeflügel in der zweiten Phase konnte ich doch saufen. Okay. Neue Erkenntnis. Neue Erkenntnis. Wichtig. Nee, Mann! Ich hasse es! Kacke! Nur das! Nur diese eine Scheiße! Das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht! Es ist nur das! Ich hab's auch schon öfter gesagt, ich würde euch echt gerne irgendwas nebenher erzählen oder über irgendwas reden, aber jedes Gespräch, das ich dann anfange, bügelt sie mir wieder aus dem Gedächtnis. Dass ich einfach nicht am Gespräch dranbleiben kann, was auch immer ich anfange zu erzählen, endet abrupt, sobald ich hart von ihr verprügelt werde. Jeden Faden verliere ich.
Ich versuche jetzt noch weiterhin ein bisschen ruhiger zu bleiben, irgendwie es irgendwie zu dodgen und keine Ahnung. Thorsten, grüß dich, hi. Was geht? Du siehst es doch. Du siehst es doch. Wassergeflügel, das geht. Er hatte die Lady schon fast down und ist trotzdem richtig gestresst. Vielleicht deswegen? Vielleicht genau deswegen? Nein! Hör auf, mich jetzt hart zu verprügeln! Das kannst du in der zweiten Phase machen. Musst du nicht in der ersten machen, wirklich nicht. Nicht. Oh Gott, ja. Ganz wichtig. Fuck. Scheiße. Ach Mann, ey. Okay, nee. Nein. Alles bestens. Sie stirbt jetzt. Jeder Versuch ist der Versuch, in dem sie draufgeht. Das ist jetzt einer dieser Versuche, in denen sie stirbt. Na, Fluch! Lassen Sie mich trinken! Nein, falsche Richtung! Auf Sie zu! Auf Sie zu! Und kurz warten! Kurz warten auf Sie zu! Dann bin ich weit genug weg, weil die letzten zwei Dinger, die sie da macht, die sind...
Weltweit gab es bei ihr die meisten Versuche. In Elden Ring, ja. Ist irgendein Dark Souls-Boss schwieriger gewesen? Ein Sekiro-Boss? Es ist so traurig, dass ich diesen Angriff nicht verstehe. Es ist so traurig, dass ich diesen Angriff nicht hinkrieg. In absoluten Zahlen sicher Platz 1. Ja, stimmt, die meisten Verkaufszahlen. Ja, in Relation wäre mal spannend zu wissen, ob es einen anderen Boss gab, der mehr Versuche gebraucht hat. Halt die Schnauze jetzt! Du hast wieder so ein blödes, eine blöde Entfernung, dass ich dich nicht treffen kann! Und machst immer den gleichen Angriff, ey! Das ist schon wieder, das ist so dieses Tekken-Feeling gegen irgendeinen Tekken-Kacknapp, ich bin einer davon, der einfach nur die Button masht und immer die gleiche Combo macht und einen damit in die Ecke drückt und man verliert. Würde ich auch gerne mit Marlene machen, aber in diesem Spiel geht das eben nicht. Hier funktioniert das anders. Button-Mashing ist hier nicht drin. So Lucky irgendwie überlebt, ey. So irgendwie die Scheiße überlebt, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber irgendwie überlebe ich den Scheiß. Ich verstehe es halt nicht. Ach, jetzt machst du wieder den Tekken-Scheiß, ey. Immer die gleiche Combo, nach links rum ausweichen. Will dich aber prügeln. Weniger Schaden als vorhin bekommen, ich weiß aber immer noch nicht warum. Wie sie Bock gerade auf mich hat, ne? Ach, jetzt macht sie wieder den Sprung, den sie manchmal nicht macht. Alter. Sepp. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt darauf eingehe. Ob ich mich irgendwie versuche zu rechtfertigen. Aber nee. Es gibt die sie nicht legen oder gar nicht zu ihr kommen. Ja, nee, aber nicht nur das, es sind ja auch ein paar andere, mit Summons eben, genau. Oder nach dem 10. Versuch sich dann die Ultrawaffe gegen sie holen, wo man sie irgendwie anscheinend in wenigen
Sekunden durchgehend stunt und lauter solche Späße. Also das habe ich ja alles schon gelesen und... wenn die ganzen Leute halt nach 5 Versuchen aufgeben und sich dann im Internet anschauen, wie es funktioniert, weil das ist halt, das kann ich auch. So, weißt du, also, ja, wisst ihr, versteht ihr, ne? Mathilda lebt ja noch. Oh, glaub mir, Wobby. Mir wäre es auch lieb, wenn es nicht so wäre. Sie hat schon wieder diese Entfernung, dass ich sie nicht treffe. Fuck, jetzt macht sie wieder den Schwung nach oben. Ich lasse mich aber auch jedes Mal davon triggern, dass ich denke, es kommt nicht, ne? Ich sollte einfach immer davon ausgehen, dass es kommt. Dann wäre das besser für meine Gesundheit. Einfach davon ausgehen, dass da ein dritter Schlag kommt. Du schaust dir an, wie es manche ohne einen Hit schaffen. Ich rede ja von... Anschauen hilft auch nicht. Ja, ich rede ja davon, dass man sich tatsächlich Tutorials anschaut, richtige Hilfen anschaut, die einem dann sagen, benutzt diese Summon, benutzt diese Waffe, benutzt diesen Perk, dieses Talent, geh dich umskillen, weil dann ist sie in 3 Sekunden tot. So sowas anschauen, davon rede ich, ne? Ah, fuck. Hallo, ausweichen! Wieder keine Ausdauer gehabt. Scheiße. Jetzt ist sie wieder über die Hälfte, Mann, und ich habe schon wieder so viel saufen müssen. Keine Ahnung, warum ich sie da getroffen habe. Mit was? Ach, ich gehe schon wieder davon aus, dass kein Schlag kommt, ne? Voll dumm, jetzt sterbe ich. Nee, ich sterbe nicht. Aber 3 Tränke sind wahrscheinlich zu wenig. Nee. Oha. Na, scheiße. Ah, fuck off. Mann, und ständig kommt irgendwas. Ist ja gut, ey. Einen nach dem anderen. Keine Pause mehr. Ah. Leute auf YouTube. Auch in dieser Folge ist Marlene nicht gefallen, sondern sie hat mich nur noch mehr in den Wahnsinn getrieben. Ich bin wieder laut geworden. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe auch wieder auf den Tisch gehauen. Ich habe rumgebrüllt, ich musste aufstehen. Am liebsten hätte ich mir den Kopf auf den Tisch geschlagen. Solche Dinge sind in mir vorgegangen. Trotzdem. Das ist in so einem Moment auch mal, um einfach einen kurzen Einblick zu geben, ne? Dann so ein nettes und freundliches Outro zu sprechen.
Ist immer du bist so, so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ein nettes Outro zu sprechen in so einem Moment ist so von 180 ungefähr auf 60 runterzufahren und einfach freundlich zu sein, weil ich es ja super finde, dass ihr einschaltet, aber dann nicht so zu klingen, als wäre ich böse auf euch, sondern ich bin ja eigentlich auf was ganz anderes böse, ist echt scheiße schwer. Ihr YouTube-Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.